Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Video. Es ist Februar und hier bei uns Karneval und ich versuche ein Video zu machen, aber es ist leider sehr laut. Trotzdem versuche ich es jetzt mal. Also, worum geht's heute? Heute wollen wir uns einige CPU-Benchmarks anschauen aus dem Desktop-Segment, aus dem High-End-Segment und dann noch ein paar Anführungszeichen veraltete. Also die Daten hier aus dieser Tabelle stammen vom 16. Februar 2024 und die Quelle ist cpubenchmark.net und das Ganze wurde gemessen mit der PassMark-Software. Das funktioniert so, dass die Software haben ganz viele Benutzer installiert und die testen da ihre CPUs und das wird dann alles von dieser Firma PassMark konsolidiert und dann aus diesen vielen einzelnen Benutzer-Benchmarks wird dann eine Gesamtbenchmark errechnet und die sehen wir hier. Dann haben wir pro Prozessor natürlich den Preis und den Wert. Was ist der Wert? Der Wert ist eigentlich, wie viel Leistung bekomme ich pro Einheit Preis. Also je höher, desto besser. Im ersten Beispiel bekomme ich für eine Penunze 14 Leistung oder beim zweiten Beispiel bekomme ich für eine Penunze 27 Leistung und so weiter. Also je höher, desto besser. Ich beginne vielleicht mal bei meinem aktuellen Prozessor, dem Intel Core i9-12900K. Der hat eine Benchmark von 41.000 und der Prozessor kostet im Moment noch 377 Penunzen und wir haben hier einen Wert von 109. Ich sag mal, alles was so um 100 rum oder sogar höher ist, ist gut oder sehr gut und wenn ihr da unter 100 kommt oder weit unter 100, dann zahlt ihr einfach extrem viel für eure CPU-Leistung. Wir sehen das hier auch bei der Nummer 1 beim Threadripper Pro 7995WX. Der hat einen Wert von nur 14. Also, ich komme zurück zum i9-12900K. Ich bin absolut zufrieden mit der Leistung. Mit dieser Benchmark von 41.365 bin ich absolut zufrieden. Egal, ob ich jetzt zocke, ob ich Videos schneide, ob ich etwas mit Grafikeffekten oder 3D mache, läuft wie am Schnürchen. Dann haben wir hier den AMD Ryzen 7 7800X 3D, diesen Gaming-CPU. Der hat hier eine Benchmark von Anführungszeichen nur 34.000, aber der kommt mit der RTX 4090 locker klar. Also eben hier diese Benchmark, muss man auch vorsichtig sein, weil der Ryzen 7 Gaming-CPU, der hat ja sehr wenig Cores, aber zum Zocken braucht ihr auch nicht viele Cores. Wir gehen weiter zum i9-9900K von der 9. Generation. Der hat nur noch eine Benchmark von 18.000. Den brauche ich zum Beispiel noch im Labor, um Videos zu schneiden, aber ich bin nicht ganz so zufrieden. Also der kommt bei 6K schon ein bisschen ins Ruckeln oder wenn ich da viele Filter und Effekte auf den Videos habe, kommt er auch ziemlich schnell ans Limit. Diese Probleme habe ich beim 12.900K überhaupt nicht. Dann kommen wir zum Intel Core i5-10600KF. Der hat eine Benchmark von nur 14.325. Aber dort habe ich zum Beispiel die RTX 3080 eingebaut und der kommt locker klar damit. Der ist auch super zum Zocken. Überhaupt die Leistung von diesem i5, und das finde ich noch interessant, überzeugt mich viel mehr als die Leistung vom i9-9900K. Dann gehen wir weiter runter auf Platz 804, ist der AMD Ryzen 5 2600X. Den habe ich noch in Betrieb und zwar am Musikcomputer und der hat eine ziemlich krasse Benchmark für diesen Preis. Ihr seht auch den Wert von 176. Also ihr bekommt da extrem viel Leistung für euer Geld. Kosten tut er nur 79 Penunzen. Und auch mit dem bin ich absolut zufrieden für was er tun können muss. Nämlich Musiksoftware betreiben und der hat da überhaupt keine Probleme. Dann weiter zum Intel Core i7-8700K. Das ist mein alter Gaming-Computer. Der hatte eine GTX 1080 und der hat eine Benchmark von 13.000. Und mit dem war ich eigentlich zufrieden 6 Jahre lang, bis ich dann Robocop installiert habe. Und mit diesem Spiel ist er dann nicht mehr klargekommen. Dann habe ich aufgerüstet auf den 12.900K. Und dann hier zu unterst bei dieser Tabelle auf Platz, und das sind die Plätze also von dieser Website cpubenchmark.net, auf Platz 971 der Intel Core i7-6800K, also uralt. Den benutze ich als Server, aber aktuell ist der sowieso nicht mehr in Betrieb. Und ihr seht hier bei den letzten zwei, da springen die Preise interessanterweise
Preise wieder nach oben. Vor allem bei diesem 6800K, also den bekommt man momentan neuwertig für 893 Penunzen und aus diesem Grund noch einen schlechteren Wert als der AMD Threadripper, die Nummer 1, der hat einen Wert von nur 12. Und jetzt schauen wir uns noch diese 5 besten hier in dieser Tabelle an, nämlich den i9-14900K. Der hat eine Benchmark, die um einen Drittel höher ist als der 12900K, also ziemlich einen Sprung nach vorne gemacht. Auch der Preis entsprechend, aber wir sehen, der Wert ist ungefähr der gleiche mit 107 wie beim 12900K. Dann kommen wir zu diesen High-End-Prozessoren von AMD, diese AMD Ryzen Threadripper-Prozessoren. Die habe ich mir ganz genau angeschaut und wir haben hier 4 Modelle, das 7960X, das 7970X, das 7980X und das 7995WX. Und die Benchmarks sind krass. 82.000, 99.000, 133.000 und 153.000. Ihr seht die Preise auch ziemlich krass. Die verdoppeln sich eigentlich immer gerade. Und ihr seht, der Wert nimmt immer wie mehr ab. Also für den besten Threadripper müsst ihr extrem tief für die Leistung in die Tasche greifen. Der hat 14 verglichen mit den 58 vom Threadripper 7960X. Also ich hoffe, ihr konntet hier aus diesen Zahlen was für euch mitnehmen. Ich hoffe, das hilft euch auch irgendwie eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht sucht ihr auch einen neuen Prozessor. Also, das war's für das heutige Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.